Hey ho, meine Lieben, Mittwoch, der 7. August. Tja, das gestrige Video kam ja etwas später, obwohl ich schon um 8 Uhr Feierabend gemacht habe. Warum? Wir sind hier noch mit zwei Nachbarn gesessen, etwas länger, und Wixenhof. Und wir sind jetzt so verblieben, der eine Nachbar wird mit einem Bagger oder Baggerchen kommen, den Hof abgraben. Und der andere Nachbar fährt dann den Schotter weg. Jetzt hoffe ich bloß, dass das die Tage noch passiert. So ist der Plan. Tja, wir werden sehen. Ganzen Tag schon Regenwetter. Da hinten steht schon Wasser. Was mache ich heute? Ich werde jetzt einmal hinaufgehen und mal die Balken ausmessen. Dass ich wenigstens ein bisschen was heute gemacht habe. Tja. Und dann kommen wir noch zu einer Neuigkeit, zu Grillen mit Freunden. GMF 1.5 wird stattfinden, und zwar vom 16. bis 17. November. Stattfinden wird das Ganze in Köln-Niel. Kostenpauschale 99 Euro. Darin befinden sich die Getränke und die Speisen. Also das sollte da dabei sein. Ja, wer nähere Infos haben möchte, die Facebook-Gruppe Grillen mit Freunden, da einfach beitreten, da wird es aktuelle Infos geben. Tja, das war jetzt meine Vorab-Info. Macht's was draus, Leute. Aber jetzt schauen wir mal schnell darüber auf das riesen Schlammloch. Und dann wisst ihr, warum ich heute nichts an der Mauer mache. Also ich habe wirklich absolut keine Lust, hier in die Pfützen reinzutappen und sonstiges. Nee, da habe ich heute keine Lust drauf. Darum lasse ich das heute gut sein. Vielleicht räume ich das Gestell nachher noch weg. Später, wenn der mit den Bagger dann kommt. Den Hänger soll ich auch wegstellen. Naja, Polochen kommt dann auch aus dem Hof raus, aber da oben sehe ich einen Balken. Die werden wir eventuell dann brauchen. Aber jetzt gehen wir mal da hoch. Bewaffnet mit Meterstab, Papier, Kugelschreiber und Winkelmesser begeben wir uns jetzt nach oben. Tja, um diesen Balken geht es hier. Der ist oben schon relativ marode. Den werde ich mir jetzt noch mal genauer angucken und dann entscheiden, wie ich fortfahren werde damit. Tja, Houston, wir haben ein größeres Problem als gedacht. Dieser Querbalken ist auch schon ziemlich morsch. Leck mich am Arsch. Tja, geplant wäre gewesen, hier gerade runter noch einen Balken zum Abstützen, den werde ich aber zusägen können. Und auf dieser Seite auch. Dann wird es da oben schon mal abgestützt. Und zwar den in dem Winkel hier zusägen. Und oben dann nochmal einen draufsetzen. Dass wir das da oben mit abstützen. Scheiße. Oh, fuck. Tja. Ich würde sagen, ich muss hier am Balken, um den hier abzustützen, hier am Balken und so weiter und so fort. Und wenn der abgestützt ist, könnte man hier oben drüber am Querbalken bis dann überlegen, um das Ganze abzufangen. Tja Leute, das wird ein größeres Projekt. Ich könnte schon wieder kotzen. Tja, dann werde ich mir mal überlegen, wie ich das am besten mache. Tja, es regnet immer noch. Ich habe auch gerade wegen dem Balken telefoniert. Einmal von komplett zur anderen Seite rüber. Wir legen einen oben drauf. Der wird 5,50 Meter Länge haben. Das wird ein Spaß werden, den da hochzuwuchten. Ja, natürlich wird das Ganze zusätzlich noch abgeschützt von unten.
links und rechts. Und dann wird der uns das zusätzlich tragen. Ja, nächste Aktion ist jetzt erst einmal einen Holzwurm tot holen und das ganze Gebälk, das alte, da oben einzustreichen, einzupinseln, richtig schön dick lasieren. Ja, ganz einfach, damit die Scheißdrecks Holzwürmer an Geist aufgeben. Wenn da noch welche drin sein sollten, das weiß ich natürlich nicht. Aber sicher ist sicher. Und ich meinte, ich hätte noch irgendwo so eine Plöre gehabt. Da werde ich jetzt erst einmal auf die Suche gehen. Wer sucht, der findet. Wird aber mit Sicherheit nicht reichen für die ganze Balkenmiste da oben. Werde ich mir noch eine andere. Nee. Werde ich mir noch zusätzlich welche holen. Kommst du da günstig ran? Muss ich fragen. Müssen wir morgen wissen. Ja, ich frage meinen Chef, ob wir sowas herkriegen. Jo. Ja, ist ja Schreiner und der wird mir jetzt noch helfen, nachher schnell die ersten zwei Balken zuzusägen. Oder auch nicht. Vielleicht machen wir es auch morgen. Schauen wir mal, weil ich muss ja sowieso erst einmal das ganze Zeug einbalsamieren, bevor ich die Balken setzen kann. Aber ich gehe jetzt mit dem David dann auf, das soll er sich selber auch noch angucken. Also, ich habe jetzt mit dem David einen Deal gemacht, der kommt morgen mit dem Kumpel. Dann holen wir die Balken runter, dann werden wir gucken, dass wir die morgen gleich auf die kleinen Maße zurechtsägen. Oben liegt auch noch was und ja, da werden wir was zusammenzimmern. Allerdings erst morgen oder ja, die Tage halt. Und ich werde morgen fahren, noch einen Holzwurm tot und eine Drucksprühflasche holen, dass ich dann morgen eben gleich einmal die Balken sauber einbalsamieren kann. Ja, das ist jetzt der Stand für das Holz. Gut, genau so werden wir das machen. Eins nach dem anderen. Haha, ich habe mir jetzt meine Nur-Wasserpulle geholt. Ist ja bloß für die Werkstatt. Die werde ich halt hinterher sauber ausspülen wieder und da ist jetzt der Holzwurm tot drin, den ich da hatte. Und dann werde ich nämlich schon mal anfangen, da oben einzubalsamieren. Mhm. Ja, gerade eben noch beim Shoppen gewesen. Den 2,5 Liter Kübel, da habe ich mir noch geholt. Der wird gepinselt, den Rest da sprühe ich. Ja, mache ich halt jetzt einfach mal so und gestern hat es übrigens keine Kässpatz mehr gegeben. Die habe ich mir jetzt gerade einverleibt. Mann, bin ich voll gefressen. Hoffentlich hält mich der Balken da oben noch aus. Gut, ich gehe jetzt gleich dann auf, nehme die Cam noch kurz mit und naja, ihr wisst ja. Tja Leute, hier heroben gibt es kein Licht, zumindest noch nicht. Naja, ich sprühe halt jetzt einmal den Balken hier jetzt mit dem Mittel ein bisschen ein, so gut wie es geht. Ne, sehen tut man wahrscheinlich nicht viel. Muss halt aufpassen, dass ich hier nicht runterfall. Ja, das mache ich halt jetzt soweit. Und ob ich mit dem anderen Mittel heute noch zum Streichen anfange oder ob ich das auch da einfülle, das weiß ich auch noch nicht, aber nee, ich glaube, ich werde das jetzt versprühen und ja, dann die Tage mit dem anderen Mittel weitermachen. Tja, ein Stück weit bin ich gekommen, das Ding ist leer, ich werde das jetzt das andere Zeug auch da reinfüllen. Die Spritze ist eine feine, bequeme Sache. Ja, dann werde ich das soweit noch einsprühen. Einmal so weit wie ich komme, also vom Rüberbeugen, weil den kompletten Balken rüber, da komme ich jetzt nicht hin. Das wird man dann mit der Leiter machen, wird aber mit Sicherheit noch komplett eingesprüht. Ja, und dann können wir, ja, morgen gehe ich dann eventuell nochmal über das Eingesprühte drüber, dass es richtig gescheit ist. Und dann können wir die Balken zusägen. Aber heute nicht mehr. So Freunde, habt ihr dann schon vermisst meinen Sicherheitsbauhelm?
So weit eingesprüht ist es jetzt. Jetzt kann das Zeug einmal durchziehen bis morgen und da oben. Und morgen haue ich dann nochmal eine Ladung drauf. Und vielleicht danach nochmal. Schauen wir mal. Gut, wie gesagt, auf die komplette Länge dann. Machen wir ein anderes Mal, wenn wir dann sauber hinkommen. Muss auf alle Fälle noch gemacht werden. Und ja, das war's dann für heute. Und vielleicht wird ja morgen hier gebaggert. Ich weiß es nicht. Kommt aufs Wetter drauf an, kommt auf die Nachbarn drauf an, etc. pp. Ja, hilft ja nichts, damit ich das heute auch noch gesagt habe. Leute, habe ich schon gesagt, 10 nach 8 wieder. Heute gucke ich, dass ich früher das Video bearbeite. Ich bin schon total gaga. Mann, wird Zeit, dass ich nachher gleich bald ins Bett komme. Sobald ich das Video natürlich gemacht habe. Leute, ich bin weg.